Herzlich willkommen im Europaparlament zur 6. Folge von EU in der Krise, Europa alternativ. Heute zum Thema Stirbt der europäische Film, Film- und Kulturförderung in der Krise. Zu diesem Thema begrüße ich heute Abend den Europaabgeordneten der Linken, Lothar Bisky, zu meiner Linken, wie sich das gehört, und den belgischen Filmemacher, deutschsprachig übrigens, Piet Eekman. Sie sprechen sonst normalerweise Flämisch, ist richtig? Und ja. Französisch? Ja, genau. Ja, wunderbar. Ja, herzlich willkommen. Wie üblich können die Zuschauer im Internet Fragen stellen im Chat. Die Fragen werden wir nach 10 und 20 Minuten reinnehmen. Und ich denke, Lothar Bisky und Piet Eekman werden darauf eingehen. Aber starten wir erstmal ins Thema. Lothar Bisky, Sie sitzen im Kulturausschuss des Europaparlaments. Macht sich die Krise dort schon bemerkbar? Ist das ein großes Thema? Na, die Krise des Films macht sie im Kino bemerkbar. Das ist ja auch das Tragische. Wenn sie hier nur im Parlament stattfindet, könnte man ja damit leben und sich damit sogar anfreunden. Aber im Kino findet nicht mehr so viel statt. Also die Filme bewegen nicht mehr so viel. Und es wird Zeit, dass man sehr ernsthaft und mit einem längeren Atem als bisher eine Filmförderung betreibt. Ich bin dafür einen längeren Atem. Ich bin auch für etwas mehr Geld. Die europäischen Staaten sind ausgesprochen geizig bei der Filmförderung, auch Deutschland. Und das ist natürlich schwer, wenn dann in so kleineren Ländern, auch sagen wir Belgien, Deutschland ist ja im Vergleich auch ein kleineres Land, wenn man dann konkurrieren muss mit Filmematografien, wie die USA sie haben oder wie andere große Länder sie haben, etwa China oder so, dann sieht man ziemlich alt aus. Ja. Bei uns habe ich immer bedauert, dass wir in der Ausbildung damals eins verabsäumt hatten. Man müsste eigentlich 5 Jahre Regie studieren, das war richtig, und 3 Jahre Ökonomie dazu oder 3 Jahre studieren, wie komme ich zu Geld. Ja, ja. Das haben wir verabsäumt. Wir haben ja schon aktuelle Zahlen vom letzten Jahr, die zeigen also schon die Folgen der Krise. Die Zahl der Kinobesucher geht zurück um 0,9% in Gesamteuropa, aber immerhin deutliche 2,4% in der EU. Ja. Und die Krise war ein großes Thema bei der Berlinale in Berlin. Waren Sie zufällig dort bei der Berlinale dieses Nein, Jahr? Ich Nein, ich war nicht dort. Spüren Sie denn als Filmemacher schon die Krise, die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa? Ja, selbstverständlich. Ja. Also es ist schon so natürlich, dass Filmproduktionen sind immer ein sehr langwieriger Prozess. Das heißt, wenn man loslegt, dann bis man zum Film machen kommt, eigentlich gehen irgendwie 2, 3 Jahre vorbei. Ja. Und dadurch gab es so eine Art von Verzögerungseffekt. Da, wo alle anfingen zu sagen, wo die Krise, haben ganz viele Filmemacher um mich herum und ich selbst auch so eigentlich gesagt, naja, alles noch in Ordnung, weil die Verträge waren ja schon unterschrieben für die Filme, die man machen musste. Und das lief alles noch. Jetzt aber inzwischen ist auch das angekommen natürlich, weil jetzt sind die neue Produktionen, die gestartet werden, und da merkt man dann plötzlich, nein, eigentlich das Geld ist nicht mehr da. Ja. Liegt das an den staatlichen Kürzungsprogrammen oder liegt das einfach an neuen Prioritäten oder an einer schlechten Filmförderung in Europa? Also die Filmförderung in Europa ist ohnehin ziemlich dramatisch, ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist ja so, dass es dann Filmförderung gibt in jeder europäische Staat, aber nicht mal das. Wenn man dann jetzt Belgien schaut, dann ist das nochmal ein Land, was schon so klein ist, wird das noch aufgeteilt auf Flandern und Wallonien. Ist ein unglaubliches Labyrinth, in dem man sich eigentlich gar nicht mehr zurechtfinden kann. Das ist ohnehin schon da. Ja, ja. Nun ist es so, dass auch eigentlich jeder Staat muss sparen, und da ist es natürlich sehr locker zu sparen an so etwas wie zum Beispiel Filmförderung, weil gerade Filmförderung oder die Filmemacher ist nun nicht gerade eine Gruppe von Menschen, die sehr gut organisiert ist. Filmemacher sind von der Natur her eigentlich Individualisten. Ganz direkt, also wurden die Mittel für Filmförderung in Belgien gekürzt? Ja, selbstverständlich. Ja, und könnten Sie ohne Arte überleben? Ihre Filme laufen regelmäßig auf Arte. Der letzte im letzten Jahr war Der Berg der Versuchung. Ja.
Ich versuche das. Ja. Es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Es ist auch so, dass man meistens eigentlich keine Förderung bekommt, ohne dass man auch einen Verleih hat, ein Verleih oder eben eine Ausstrahlungsmöglichkeit. Ja. Das wäre dann zum Beispiel Arte, weil es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, einen Dokumentarfilm, in meinem Fall dann, unterzubringen. Mhm. Das ist eigentlich meistens Arte. Und man merkt bei Arte zum Beispiel ganz radikal, wie sehr die Mittel gestrichen werden. Auch bei Arte? Bei Arte sehr extrem. Aha. Arte schaltet immer weiter um von Produzieren auf Einkaufen, was viel, viel billiger ist. Also es wird immer mehr eingekauft und nur noch mal übersetzt ins Deutsche, ins Französische, ja, aber es ja. wird viel weniger produziert als früher. Es ist auch so, dass ich seit 2000, in 2000 habe ich den ersten Film mit Arte produziert, dass die Mittel, die sie für einen Film zur Verfügung stellen, nur zurückgegangen sind. Es ist nie angestiegen. Mhm. In der Zeit sind natürlich aber die Gehälter von Mitarbeitern bei Filmproduktionen wahnsinnig angestiegen. Ja. Was eigentlich bedeutet, dass man gar nicht mehr vernünftig produzieren kann. Mit den Mitteln, die zum Beispiel von Arte zur Verfügung gestellt werden. Andererseits hörte man eben auf der Berlinale, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise ein ganz großes Thema ist bei vielen Filmemachern. Und man hatte das Gefühl, das belebt so ein bisschen auch das Geschäft. Wie schätzen Sie das ein? Also Sie kommen ja viel in Europa rum. Einige Länder können sich offenbar die Filmförderung auch gar nicht mehr leisten, andererseits. Naja, sie könnten. Das ist so eine Legende. Die Politiker sagen immer, sie können nicht. Mhm. Sie haben das Budget, sie verteilen es nur anders. Mhm. Sie verteilen es in irgendwelche anderen Projekte, also merkwürdige Dinge. Aber in Film, da sind sie ausgesprochen geizig, knickerig. Alle Europäer. Das heißt, bei der Kultur wird zuerst gekürzt? Das sowieso, aber ja auch gerade beim Film. Film ist immer eine Mixtur zwischen Kunst, Industrie und großer Technik. Mhm. Ein Filmemacher kann nicht einfach so mit einer kleinen Kamera in der Tasche rumlaufen und einen Film drehen. Der braucht ein ganzes Team, der braucht die Technik, der braucht ja vor allem sehr viel Technik und andere Dinge. So, und dafür das kostet Geld. Und da ist die europäische Filmförderung, auch die deutsche Filmförderung, in meinen Augen geizig und kleinlich. Mhm. Ich sage das so, obwohl hier im Europäischen Parlament kümmere ich mich auch, was man tun kann. Aber wir können eben wenig tun. Mhm. Wir haben hier nur etwas, was ich sehr begrüße, der Lux-Filmpreis. Das ist sozusagen eine Aktivität, die viel bringt und wenig kostet. Aber natürlich müssten wir eigentlich viel bessere, effektivere und großzügigere Filmförderung in allen Ländern der EU haben und durch die EU selber auch nochmal. Wie ließe sich denn der Film gegen die Austeritätspolitik verteidigen? Was müsste man tun? Also es ist ja so, dass jedes Land tatsächlich Mittel für Kulturförderung hat. Da war es schon immer schwierig, dass der Film auch da einen Happen Geld davon abkriegt, denn traditionell hängt ja die Kultur immer an Fördertöpfen. Und da sind die Theater und da sind die Orchester und da ist dies und da ist das und da ist die Malerei und so weiter. Da ist auch tatsächlich sehr viel Sinnvolles dabei. Und der Film kommt im Vergleich zu allem anderen nach meinem Dafürhalten zu schlecht weg, weil Film kostet nun mal etwas Geld. Das heißt, es ging erstmal darum, den Film an sich aufzuwerten. Würde ich gerne machen wollen. Bewusstsein. Ja. Würde ich gerne machen wollen. Und zwar auch den Film, das kann man ja auch, das glaube ich, dass wir da einer Meinung sind, auch sozusagen Filme, die dann im Kino auch besucht werden, gesehen werden, wo eine lebendige Kommunikation mit den Zuschauern entsteht. Das ist die Frage, von welchem Film sprechen wir? Von einem großen Hollywood-Film offenbar nicht, vom Arthouse-Film, vom Dokumentarfilm. Sie sind auf die Dokumentarfilme spezialisiert. Ja. Geht das überhaupt noch in Europa? Klar geht es irgendwie, aber es wird immer schwieriger. Ja. Wenn man Filme machen als einen Beruf betrachtet, von dem man leben müsste, dann wird es wahnsinnig schwierig. Ist das nicht Ihr Beruf doch? Ja, es ist mein Beruf und ich versuche davon zu leben und es fällt zunehmend schwerer. Ja. Es hatte eine Zeit gegeben, wo das noch relativ ging. Das ist immer weiter zurückgegangen. Jetzt ist es wirklich schwierig geworden. Es kann aber nicht sein, also entweder man möchte, dass gute Filme gemacht werden, dann muss man auch erlauben, dass die Leute, die Filme machen, das als
Profis machen. Ja. Und da muss man auch dafür sorgen, dass die Bedingungen da sind. Ja. Momentan ist aber so, dass die meisten Filmemacher so viele Jahre brauchen zwischen zwei Filmen, in denen sie eigentlich nichts haben, von was sie leben können, dass sie also gezwungen sind zu kellnern oder zu unterrichten oder solche Sachen zu machen und eigentlich nicht ihren Beruf auszuüben. Und möglicherweise auch ausscheiden dann. Ne? Und dann irgendwann auch ausscheiden, wenn zum Beispiel Kinder da sind und so weiter. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Wir haben die ersten Fragen aus dem Internet, aus dem Chat. Ja, bislang haben wir vor allem weibliche Teilnehmerinnen, spannenderweise. Ich fange mal an mit einer Frage von Susa. Sie möchte wissen, ob die Leute vielleicht einfach weniger ins Kino gehen und dafür zum Beispiel stärker Online-Angebote nutzen. Denn Kino ist ja auch eine Geschichte, in Krisenzeiten hat man vielleicht gar nicht mehr das Geld, kostet zum Teil 9 Euro Eintritt. Vielleicht hat da eine Verlagerung stattgefunden. Also wie kann der Film sozusagen auch andere Formate erschließen, vielleicht auch kommerziell dann trotzdem. Das Internet ist ja kostenlos. Vielleicht dazu noch mal was mit Nutzungsrechten auch im Internet. Ja,